Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr mit dabei seid. Letzte Folge stand noch Alan Wake 2 da, es tut mir leid. Jetzt wieder mit Kamera. Mir geht's um einiges besser. Mittagsschläfchen und so, ein bisschen auskuriert. Ihr hört auch meine Stimme, geht einigermaßen. Letzte Folge haben wir die Eltern von Gortash gefunden, die wohnen hier und wir wollen jetzt hier das Haus noch angucken und dann haben wir dieses Haus gefunden, wo ich glaube, das ist das Haus der Vampire, weil da geht irgendein Untoten-Scheiß vor sich. Ich bin aber nicht sicher und ich will erstmal den Rest hier so ein bisschen, versteht ihr? Den Rest ein bisschen erkunden. Wir müssen noch zur Taverne und. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich glaube, das reicht noch fast für 4-5 Folgen. Lassen wir uns überraschen. Was geht denn hier drin ab? Hallo? Kommen wir aber nicht einfach so rein. Aha. Ah ja, guck mal hier. Gehen wir hier hinten um. Oh, warum ruckelt denn das jetzt so? Hallo? Gucken wir mal. Wenn es jetzt weiter ruckelt, starte ich das Spiel einmal neu. Genau, ihr dürft ein Abo dalassen. Wir schauen uns hier drin um. Ist es tot? Oh, bitte tell Clint, dass es tot ist. Indeed. Es hat sich selbst mit no hesitation. Aber warum? Clint hörte es schreien. Es sagte, Auntie Ethel. Und dass sie was dying. Could it be? Ist unser Tormentor gone? Is Ethel finally dead? Ja, ich habe sie getötet und sie wird nicht zurückkehren. Clint smells the truth. By Helm, thank you. We'd been researching hags and made the mistake of drawing Auntie Ethel's ire. Were it not for you, this red cap would have been the end of us. Here, a token for your bravery. Though it is but small against such a monumental deed. Okay, Amulett der Feenähnlichkeit. Du bist bei Intelligenz, Weisheits- und Charisma-Würfen im Vorteil. Eieiei, das ist aber ein nices Teil, ne? Was haben wir? Hä? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warum habe ich einen Hundehalsband an? Hä? Wie konnte das passieren? Sortieren nach Typ. Moment mal. Wo sind ja... Scheiße, ich hatte bestimmt irgendwas Gutes und hab's verkauft. Jetzt haben wir das an. Warum nicht? So ein Scheiß. So. Okay, wir gucken uns hier weiter um. Oh, Schweinelände und zwei Hühnchen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas in den Kisten drin. Lesen. Mein Schatz, Tantchen hat euch ein kleines Geschenk geschickt. Eine Zauberpuppe, nur für euch. Damit könnt ihr diese Idioten erschrecken oder sie abschlachten. Ist mir egal. Hauptsache ihr findet dieses Buch. Oder ich werde euch die Lunge rausreißen und an eure Brüder verfüttern. Liebes Tantchen. Alles liebe Tantchen. So. Ein Buch? Sie will ein Buch? Should you ever have a need of a cleric of Helm? I shall be there. You have my word. Clint can't believe you killed thee, Auntie Ethel. You're amazing. Tresor? Vielleicht ist da was drin? Tempers are right. Freunde, wisst ihr...
Das ist kein Problem, ich suche was. Dieses Tagebuch ist einer eleganten Schrift verfasst. Auf jeder Seite wurde sorgfältig ein Panzerhandschuh mit einem starrenden Auge gezeichnet. Tantchen wollte irgendein Buch haben, Freunde. Was ist da unten? Keller des alten Galo. Ja, gib mir mal den noch mit. Ach, hier sind ganz schön viele Fallen. Dann werden da auch noch mal zwei sein. Ich mir schon. Wer ist dieser alte Galo? Kann mir das einer sagen? Wer ist Galo? Ich steck mir den auch mal rein. Dann kann ich meine sexy Stimme besser hören. So. Erstmal ein bisschen Licht machen. Die Wand sieht nicht gesund aus. Weil die auch nicht gesund aussieht. Aha. Was ist denn in dem Ding drin? Das sieht giftig aus. Säure. Schlüssel zum Keller, Hinterzimmer des alten Galo. Wein? Ich kann echt nicht noch mehr Wein gebrauchen. Oh, warte mal. Oh, ein ganzes Stück Käse. Na gut, Käse schimmelt auch nicht so schnell, ne? Wenn es guter Käse ist. Wir wissen beide, ich meine Stinkekäse. Wer zur Hölle ist der alte Galo? Oh, hallo. Das probieren wir aus. Das ist nicht besagtes Buch, was gesucht wurde. Also hier ist nicht bei. Ahnungen? Wer auch immer dies findet, wir werden uns niemals begegnen. Ich bin Galo und habe den Großteil meines Lebens in diesen Mauern verbracht, in denen ihr euch jetzt befindet. Ich habe in diesem Haus lange gedient und so gut, dass es mir vererbt wurde, als mein Herr starb. Ich habe mein ganzes Leben dem Dienen gewidmet, doch als meine Zeit kam, stellte ich fest, dass ich kaum einen einzigen Tag für mich selbst gelebt hatte. Das hat sich jetzt geändert. Ich breche am Morgen nach Kalimshan auf und hoffe, die Welt von dort aus zu sehen. Bitte kümmert euch um diesen bescheidenen Ort. Er war meine ganze Welt. Mit den bescheidensten Grüßen oder besten Grüßen, Balo.
In diesem Roman liegt ein Lesezeichen bei einer Seite voller Markierungen. Offenbar wollte sein Leser bestimmte Teile unterstreichend betonen. Es hat schließlich keinen Zweck, das Unbestreitbare zu bestreiten, das ich bis dahin mit den zahlreichen unbedeutenden Aufgaben verdeckt hatte, die mein Leben ausmachten. Ja, das Putzen, das Scheuern, das Einschenken von Wein und Tee und Ehrerbietung in den Bechern meines Herrn. All das hatte die grundlegende Wahrheit meines Lebens umringt und verdeckt, wie ein jetzt gefallene Phalanx. Ich hatte meine Jahre eins nach dem anderen vergeudet, bis mir kaum noch welche blieben. Welches Buch? Freunde, wir gehen wieder hoch. Ah, wisst ihr was, ey, die geht mir auf den Nerv. Es tut mir leid. Ja, ich krieg Streit, weil ich Streit wollte. Life comes easy these days. Nur weil ich euch gerettet habe, heißt das nicht, dass ich euch nicht töte. Glorious death. Tränenfleckiges Tagebuch lesen. Dieses Buch scheint halb Tagebuch, halb wissenschaftliche Studie zu sein. Detaillierte Zeichnungen von Petteln, von Grün über Anis bis hin zu Dune erfüllen die Ränder. Diese Seite ist eine der groben, schiefen Handschriften verfasst. Die Wörter sind verschwommen, als wären Tränen darauf gefallen. Das Mädchen ist tot. Wir waren sehr nah dran, es zu perfektionieren. Noch ein Tag und sie wäre in Sicherheit gewesen, aber wir waren zu spät. Es war einfach zu viel für die Mutter. Ich fand sie heute Morgen von einem Dachbalken baumelnd. Helm, vergib mir, dass ich sie nicht retten konnte. Vergib mir, dass ich ihr Kind nicht retten konnte. 2 Jahre alt und bei lebendigem Leib von einer Vettel gefressen. Was ist nur los mit dieser Welt? Aber es muss nicht so sein. Ich bin etwas auf der Spur. Ich weiß das. Vetteln haben mächtige Verdauungssysteme. Dadurch können sie ein Kind in eine Vettel verwandeln. Doch ihre Darmflora reagiert extrem empfindlich auf bestimmte alchemistische Stoffe. Mit den richtigen Zutaten und Helm an meiner Seite könnte ich vielleicht ein Erbrechen erzwingen, sodass die Vettel ein geraubtes Kind erbricht. Ich bete, dass es klappt und dass ich es nie wieder einsetzen muss. Es folgt eine detaillierte Anleitung zur Herstellung eines Vettelmanns. Aha. Scheiße. Hätten wir ein Baby retten können in ihrem Bauch? Oh Mann. Lesen. Alle außer den eingebildeten Vetteln, ob Nacht- oder Bedur-Vetteln, Behur, Boyer-Vetteln, wissen, dass der Tod immer mitspielt. Daher zögern sie nicht, die Regeln der materiellen Ebene zu manipulieren, um den Fängern des Todes zu entkommen. Woraufhin sie stärker denn je zurückkehren. Dazu setzen Vetteln ein überraschendes Mittel ein, ihnen einfach bescheidenen Pilz, einen einfachen bescheidenen Pilz. Die Vettel lässt ihre Essenz in diese sporenerzeugende Pilze. Was? Diese Vetteln lässt ihre Essenz in diese sporenerzeugenden Pilze fließen, sodass sich im Falle des Todes endlos wiederbeleben kann. Weder Klinge noch Bogen können diesen Pilz dauerhaft Schaden zufügen. Die verderbte Magie der Vetteln heilt, schützt diesen Pilz davor. Stattdessen ist Feuer euer Verbündeter. Brennt die Pilze zu Asche, dann wird eure Klinge das Herz der Vettel durchbohren. Doch seid gewarnt, denn selbst im Tod sind Vettel noch gefährlich. Seid schnell, gewandt und vor allem tödlich. Wir haben die Dinger nicht abgebrannt, oder? Wir haben die nur kaputt gehauen. Erstmal gehen wir hoch. Hm.
Okay. Also wir hätten das Baby retten können. Es sind so Momente, wo ich echt überlege, ey, du musst noch einen zweiten Run machen, ne? Mach einfach noch einen zweiten Run. Du brauchst einen zweiten Run. Du brauchst einen zweiten Durchlauf. Wo du alles, was du gelernt hast, nochmal anders machen kannst. Die Brüder von der Alten nicht töten. Die fette Erzieher nicht töten, sondern erst das Baby da irgendwie aus dem Kotztrank holen. So viele Möglichkeiten, die einfach anders sind dann, ne? Karlak einfach mal töten, anstatt sie mitzunehmen. Ich werde kein Schurke, ich werde ein fetter Krieger. So viele Sachen, die du anders machen kannst. Aber das würde bedeuten, dass wir wieder... Also wir haben jetzt schon 90 Folgen. Ein zweiter Run. Alter Schwede. Weißt du, wie viel Arbeit das bedeutet? Ist die Frage, ob ich die aufbringen will, die Mühe. Kann man das auch machen? Echt am Überlegen. Huch, ich habe aus Versehen einen Trank genommen. Ja. Ich hab einen Zauber. Oh Mann, Alter, warum nimmst du nur sowas? Stimmt denn mit dir nicht? Das ist ja wohl ein Trank, der ist für Willy Boy. Du hast ihn einfach verschwendet. Da. Ach, ein Auto. Wir haben einen dritten Zauberplatz. Wow. Als Nicht-Zauberer. So, dann gehen wir hier jetzt gucken. So. I'm on my break. Let me have some peace, won't you? Unhöflicher Sack. So, jetzt würde ich hier weitermachen wollen. Hard life working these docks, but steady at least. Always something that needs hauling. Okay. Dann gehen wir da hier rein. Ich speichere mal und dann können wir hier mal mit den Leuten reden. Die scheinen ja Händler zu sein. Need something for defense? Or maybe offense? Either way, I've got what you need. Dann sag mal her, was ihr habt. Oh. Der Volltreffer.
Okay. Das Ding ist nice. Ich kann das Lied nicht mehr hören, ne? So, guck mal hier, ich habe schon wieder ein paar schöne Sachen geklaut. Vielleicht hast du ja Interesse daran. Eine Perle. Bronzebarren. Ein bisschen Wasser, ne? Wasser kann nie schaden. So, hier eine Wasserkaraffe. Ich habe ein Hundehalsband. Unheimlich toll. Wird's ein bisschen Feuerwerk? Ach, kannst du Krachbumm mitmachen. Krachbumm. Hab ich auch schon genutzt. Knallt ordentlich. Das kann ich dir sagen. Und damit haben wir schon mal die Hälfte ausgeglichen. Von dem, was wir kaufen wollen. Haben wir oben jetzt noch irgendwas? Das wird farblich sortiert, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Gut, dann tauschen wir, wenn wir so machen. Will, du hast doch garantiert auch noch Sachen, die du verkaufen kannst, oder? Guck mal hier. Bilder. So. So. Und was du nicht alles dabei hast, Alter. Reich werden wir damit nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen. Ist da auch noch was? Nur das. Das Schild behalten wir, es kommt wieder in die Truhe. Du hast aber was, mein Freund. Guck mal hier. Und was haben wir hier? Eine Priesterinnenrobe. Ein Schild. Ein Stück Jade. Ich wollte gerade Seife sagen. Das sah aus wie Seife. So, dann hätten wir hier noch mehr Knallbums. Also wenn du Bock hast. Ja, knallen kann ich. So war es nicht gemeint. Warte mal, hast du noch mehr Gold? Du hast immer noch 1000 Gold, alter Schwede. Hä, warum macht das immer Pling bei mir? You in need of protection, friend. What am I saying? Everyone's in need of protection. Don't be shy. This armor can't keep you alive if it's sitting here with me. Sei ich ja. Du Lappen. Kobalt. Klingt nice. Hast du da? Rüstung der Agilität. Füge deiner Rüstungsklasse deinen doppelten Geschicklichkeitsmodifikator hinzu. Außerdem bewirkt diese Rüstung keinen Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Okay. Wenn man Schurke wäre. Aber du hast nur die Rüstungsklasse, den Doppel. Also damit hast du Fettrüstung. Damit hast du Fettrüstung, das steht fest. Aber kein Glück bei Würfen. Ich hab den Kobalt jetzt nicht gekauft, ne? Dann wird's mir das geben. So. Warum macht das immer Plum jetzt? Ich bin verwirrt. Minsk, da. Ne, da stand doch, ey. Also Minsk ist meiner. Was ist hier los? Was guckt ihr euch denn da an? Ermlaube. Was ist hier los? Guess there are other uses for magic besides fighting off invading cultists. But I wonder if these mages shouldn't be in the battle. Na, kennen wir den nicht? Cool, seriously cool. Was ist das für ein Name? Favorite firework color is like dark violet.
because it's the most cool. Sweet! A magic show! It's been ages since there was any fun in this city. Out of my face! I'm gonna grow up to be a great wizard and wade through my enemies with spells of fire and blood. Mostly fire. Okay. Just look at her. She hasn't been this excited since her birthday. Great, isn't it? These are just cantrips. I can keep this up all day. Was macht ihr denn? Behold the sacred illuminations of the mysterious ancients. Back off, Chop, you're too close. Do you want to lose your eyebrows? Yeah, I mean, yeah, the verily, behold and stuff. Just like Astando the Greater says. Come get your copy of the Baldur's Mouth Gazette. When the mouth speaks, the city shakes. All right then, Chief. Der weiß immer verkauft. Can I interest you in a copy of our fine, fine broadsheet? Sicher, warum nicht? Have a gander at that. Come back tomorrow if you fancy fresh news. Ist das die Ausgabe, die ich brauche, um zu sehen? Um zu sehen, ob das mit dem Artikel geklappt hat? Wo ist sie denn hin? Lesen. Winzig Hütten, Zauberwirker, Mittel gegen Obdachlosigkeit. 6 Lügen und gnomische Pantomime im Theater, 5 Krüge. Tja, wir stehen hier nicht dran. Okay, also wir sind jetzt hier. Und wir können uns noch so viel anschauen. Wir können uns wirklich noch so viel anschauen. Wir haben noch so viel vor uns. Ich würde sagen, wir fangen mal hier an, oder? Move along, citizen. Nothing to see here. Okay, Chef. Was ist das hier für ein Turm? Oh, der führt auf die Stadtmauern. Darf ich hier rein? Darf ich hier sein? Ich weiß es nicht. Guten Tag. This is the palace of Cazador Zar. Entry is forbidden. Leave now, citizen. The guard's words are clear, but spoken without thought or intent. Behind her eyes, you see nothing. She's a drone under some magical charm. Cazador hat mich für einen Auftrag angeheuert. Alles streng geheim. Wenn ihr mich nicht reinlasst, wird er wütend. Wer ist denn Cazador Zar? Of course. Whatever the master desires. Enter freely. Wer ist Cazador Zar? Sharp as ever. Und verwirrt. A word, if I may. Shadow. Slim pickings up here, but safe. No one. Robbing. No one.
biting? Wo beißen die Leute Ratten? In the guts of the palace. Hungry mouths down there. Ich glaube, wir haben unsere Vampire gefunden. Da ist auch das Zeichen der Vampire. Okay. Wir haben Vampire gefunden. Wir haben Vampire gefunden, Freunde. Oh fuck. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich will Vampire noch nicht machen. Aber das bedeutet, wir können das Haus da unten machen. Das da. Da steht uns nichts mehr im Wege. Wir gehen hier rein. Okay, krass. Alter, Vampire. Wir haben Vampire. Oh. Die ganze Zeit wollte ich drum rumkommen. Jetzt habe ich sie wirklich gefunden. Da war das Zeichen der Vampire. Die zwei komischen Paradigmen. Komischen Zähne da. Let me back in. I'll bring Lorokin out here, you tin tube. You tell Lorokin I went for his goddamn night song. And now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Was wollt ihr da drin? Was wollt ihr da drin denn in die Finger kriegen? Lorokin, the wizard who set out the contract, he owns this place. And his little page boy inside knows how to get to him. Lorokin said it'd be easy money. A smash and grab. Get in, get the night song, go. Turns out his little relic was in a temple of Shah, beneath an army of goblins. Would never have taken my people in if I'd known. I can't bring them back. But I can make Lorokin cough up. Especially if you found the relic. Ich habe das Nachtlied gefunden. Es war kein Relikt, sondern ein Asima. An Asima? Hells. If I'd known, I'd have asked for more gold. Kidnapping costs more than theft. Don't forget, I'm the one who gave you that contract. I want my cut. Sie ist unsterblich und hartnäckig. Wie könnt ihr euch abschminken? Sie ist unsterblich und hartnäckig. Wie könnt ihr es euch abschminken, sie gegen eine Belohnung auszuliefern? Immortal, eh? Interesting. Won't be easy getting her back to the wizard. But if you don't do it, someone else will. Hope you hit her well, mate. Hallo? Die Rüstung untersuchen, um ihr Wesen zu erkennen. This armor is a construct animated by powerful magic. It has no soul, it feels no pain and knows no morality. It will act on behalf of its master. Okay. Einfach nur Zauberei, mehr nicht. Oha. Heftiger Shit hier. Hallo. You. What are you doing here? Ich? Was sucht ihr hier? This is my apprenticeship. It has not been what I expected. Master Lorokin is a difficult man. He's consumed by his pursuit of the Night Song. I haven't learned a thing, and I fear it'll stay that way. But never mind that. What can I do for you? Ich habe Informationen über das Nachtlied. Be very sure before you make to visit Lorokin.
He's got a beastly temper. But if you really do know something, he'll want to see you. Head upstairs. You can find the way into his tower up there. Okay, lass uns überraschen. Vielleicht sollte ich jetzt Will das Wort überlassen. Meister Lorican, Arkanist von Arklanta und Einsiedler von Ramets Turm, ist auf der Suche nach mutigen und unternehmungslustigen Personen, die in einen heimtückischen Tempel eindringen, um das sagenumwobene Artefakt Nachtlied zur Verwahrung nach Baldurs Tor zurückzuholen. Nur die kühnsten und scharfsinnigen mögen sich melden. Ruhm und Ehre, große Reichtümer sind ihnen gewiss. There's not much left. Looks like folks heard the Absolute was on the march and bought everything that wasn't nailed down. Where is the famous Lorican? His shop is an utter shambles. If you're bored and I'm wrong, where have Jeremy and his mother gone? Der sieht nice aus. Untersuchen. Aha. Feuerpfeil umwerfen. I want a pet elemental, but Mumbus says I'm not old enough. I wouldn't let it die like the goldfish, though. Have you seen how much the prices have risen? Might as well be throwing my gold straight into the lava elemental. The lava elemental looks at you placidly, near unfathomable heat beating against your face. Was ist denn hier passiert? Do you think that zombie looks fresh? Is fresh good? I never know with zombies. Apologies. I'm with a customer at the moment. A newborn zombie gazes at you hungrily, pus drooling from its slack jaw. So ekelhaft. Wer bist du? Literature Department. Can I help you? Warum flüstert ihr? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Okay. Ich interessiere mich für besonders seltene Bücher. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Lorican was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsis and Netherese Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. To any of... Ich hab schnell einen Screenshot gemacht. Damit ich die... Ich wusste jetzt nicht, ob ich die nochmal kriege. Die Annalen von Karsis, eine nässerliche Narratei. It is said to be written by Lord Karsis himself, the Netherese Arcanist, who attempted to replace the goddess Mistra. Failed and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsis would no doubt have much to say about the crone's true nature. If only you could read them. Was wollt ihr dafür haben, wenn ich es euch abkaufe? Bye. Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Danke für die sehr komische Info. To have learned of such a book's existence and then forget about it. The Annals of Karsis are best left unread. Okay.
Ich bin den ganzen Weg von Niewinter hierher gekommen, um eure Sammlung zu bewundern. Könnte ich nicht wenigstens einen kleinen Blick in den Tresor werfen? Ist es nicht dein Beruf, Wissen zu teilen, statt es unter Verschluss zu halten? Sag mir doch wenigstens, wo der Tresor ist. Das ist gut. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Es gibt doch irgendwo. Danke, ich habe mehr als genug gelernt. You certainly have. Wo ist denn dein Büro? Das werden wir noch rausfinden, Madame. Das werden wir noch rausfinden. Would you mind if I finish browsing before you muscle in, please? I was here first, actually. Entschuldigung, Bitch. One moment. I'm trying to work out how many pinches of mugwort is equivalent to one of mother's leaf. Das kann ich nicht sagen, da bin ich raus. Aber Google kann toll umrechnen, nur zur Info. Wer ist er denn da? Der rennt die ganze Zeit. Der rennt die ganze Zeit im Kreis hier, der große Cleve. Cliff? Der da, mit dem will ich reden. Excuse me, can't stop. There's only so much shopping time left before the absolute breaches the city. Okay. So, wir finden mal raus, wo das Büro von der netten Dame ist. Da ist eine Metalltür. Da ist auch eine Metalltür. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the stairs. If you have information about the night song, great riches await. If you are here to waste the great wizard Laroican's time, reconsider. Let your knowledge determine your path forward. The night song is an immortal being, a child of a deity. The Night Song is a priceless ruby from a realm beyond our own. We must have it. The Night Song is an ancient potion that allows its drinker to become irresistibly attractive to man and god alike. The Night Song is a druidic staff that allows its bearer command over an army of ancient beasts. Surprise, ich wusste die Antwort. Hold very still, Niklaw. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, crank. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song hand. Surely you wouldn't have wasted my time. Nicht ganz die begeisterte Begrüßung, die ich mir oft hatte. You'll have more gratitude than you know how to count once the night song is in my hands. Do you have it or not? Was wollt ihr von ihr? She? Then you do know her. You've been to Shah's temple. To the Shadowfell. You've looked upon the Night Song's face.
Ja. Tell me. And choose your next words carefully. Where is she now? Sie wurde begraben, verabschiedet, beendet, abserviert. Sie ist tot. Ich habe sie gesehen. Catherick Torm hatte sie gefangen genommen. Ich habe sie dort gelassen. Lieber so. Dead? That cannot be. She, it, is immortal. A god. Nein. Nicht mehr dank mir. Sie wurde als Selonitin von Schars Jüngern festgehalten. Ihr Tod war unvermeidlich. Is that meant to be some consolation? She, it, was the key to my immortality. How can this be? How can this be? Shit! Alter. Die Face Expressions sind so krass in dem Spiel, ne? Du kannst mir echt sagen, was du willst. Das Spiel ist awesome. Also. Sind hier. Alter, wie hoch sind wir denn? Alter, wie hoch sind wir denn? WTF! Okay. Ist das hier wieder so eine Zauberfalle? Wenn ich da reinlaufe, werde ich zurückteleportiert? Nee? Okay, wir gehen uns zuerst mal umgucken. Lalalalalalalala. Oh. Wichtige Magier, Laroakan, Edition des Herausgebers. Sehr geehrter Herr, wiewohl ich Ihren Versuch zu unserem liebten Serien beizutragen zu schätzen weiß, fürchte ich, dass wir derzeit keine Leserbeiträge annehmen. Ferner würde ich euch die Betreuung unseres Faktenprüfers Harp Freimuth anempfehlen. Solltet ihr versuchen wollen, diesen Band unter dem Namen anderweitig zu veröffentlichen, mit freundlichen Grüßen, Emperor Koi. Okay. Entschuldigung, Alter. So langsam kratzt. Erdmyrmidon. Ah, der hat eine ganze Reihe an starken Viechern bei sich, ne? Ja. Freunde, wir quatschen jetzt mit ihm. Bring him the night song, won't you? He'll be so very pleased, so very... The pride of the gate. Bring me what I seek, and quickly. Is that blood? No, never mind. Your terrible tidings have cost me every... This always happens to me! Warum kann ich hier nicht? How much farther can I go? Ich war schon mal nicht. Hier kannst du noch wieder raus. This calls for careful footwork. Wenn der Magier tot ist, ne? Der Magier selbst. Ein Bücherthron, das ist ja auch nice. Der ist cool. Einmal schön hier für ein Foto posieren. Oh, läuft. Ich überlege gerade, ob ich den einfach mal wegschnibbel. Mir gefällt sein Stab und alles. Und ich meine, wenn er tot ist, dann... wen interessiert's, ob er tot ist? Den wird kein Schwein brauchen. Weg mit ihm. Du hast den Falschen angegriffen. Stopp. Halt, stopp. Nicht reagieren. Nicht reagieren. Ich
wollte ihn angreifen und er hat schon wieder das falsche Ding. Ich habe ihn angekriegt, ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen. Ich habe auf ihn geklickt, er hat den Elementar angegriffen. Der Elementar hat mich in Fuchs interessiert. Entfuchts. Nein! Aber los geht's, abgeschmiert. Okay, dann machen wir einen Cut und bringen ihn in der nächsten Folge um. Ich muss eh neu starten. Einfach. Bis dahin. Tschüss. Oh, es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt.